Hi, ich bin Fiona Simpson-Stober und heute möchte ich euch was erzählen über das Thema Englisch-Vokabeln lernen. Ich werde so oft gefragt, Fiona, wie kann ich meinem Kind helfen? Das funktioniert bei uns nicht. Es gibt immer nur Stress beim Englischlernen. Ich sage euch, mach ein Spiel draus. Wenn man ein Spiel draus macht, hat das Kind Spaß, du hast weniger Stress und es wird auch was gelernt. Das ist das große Vorteil. Also, was ist so ein Spiel? Ein Beispiel ist das Spiel Hangman. Das spiele ich so gern. Zuerst guckt man die Englischvokabeln an, die man lernen muss. Man geht durch, sagt man hat 50 Wörter auf und man guckt, welche kann ich schon, indem dass man die aufschreibt und deckt man das ab. Meistens von 50 Wörtern kann man schon vielleicht 20 vom Unterricht schon, also haben wir 30, die wir noch lernen müssen. Die 30 Wörter schreibe ich an Vokabeln. Eine kleine Karteikarte. Ich nehme das Wort Umschlag, Envelope als Beispiel. Man schreibt das Englisch hin und das deutsche Wort hin. Dann legt man die in einen Stapel mitten in dem Tisch. Man kann diesem Spiel zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer, kann man das spielen. Auf jeden Fall, der Erste nimmt die Karte auf, okay, guckt es an und sagt aber nichts. Der liest es nur. Dann nimmt er einen Block Papier und schreibt Englisch, Deutsch. Und für jeden Buchstabe, der vorkommt in das Wort, macht er einen Strich. Also hier. Dann fangen die anderen Kinder an oder Erwachsene, wer auch immer mitspielt, und fragt, gibt es in deinem Wort die Buchstabe A? Guckt das Kind mal kurz den Karteikart an. Ja, das gibt es in dem deutschen Wort. Dann schreibt er A rein. Der nächste fragt, gibt es das Wort E, der Buchstabe E, ja, schreibt man hier. Ah, man weiß, das englische Wort fängt mit E an. Und endet in E, okay. Dann kann man schön sagen, ich weiß, was es ist, oder man geht weiter. Dann fragt der Nächste, gibt es das Buchstabe T? Nein, der Buchstabe T gibt es nicht. Also fange ich an, meinen Hangman zu malen. Mal für jeder falsch, also jeder Buchstabe, der nicht vorkommt, male ich einen Teil von meinem Hangman, bis der komplett ist. Wenn der Hangman komplett ist, bevor das Wort erraten ist, habe ich gewonnen. Also behalte ich die Karte. Wenn aber jemand draufkommt, dass dieses Wort Envelope heißt, derjenige, wo es erraten hat, bekommt die Karte. Am Ende, der, wo die meiste Karte hat, hat das Spiel gewonnen. Man kann es natürlich auch noch weitermachen, indem dass man am Ende die Karte nochmal nimmt und fragt man sich gegenseitig ab. Envelope war Umschlag oder Umschlag war Envelope, wie man will, Deutsch oder Englisch. Dann kann man auch zusätzlich sagen, schreibt es auf oder buchstabiert es. Der Spaß an diesem ist, das Kind hat Spaß, das Kind lernt, weil man lernt nicht nur, wie man schreibt, sondern auch, wie, was die Bedeutung ist und man hat weniger Stress zu Hause. Dass man Vokalen fragt, konzentriert das Kind sehr oft am Anfang auf die Vokalen. Die Vokalen sind oft ein Clou zum erfolgreich Vokabeln lernen, weil dann weiß man das, was man sehr oft vergisst, dass ein E zum Beispiel am Ende von das Wort reinkommt. Man weiß, okay, im Envelope waren drei E's drin. Solche Sachen bleibt man drin im Kopf und so wird man viel erfolgreicher in der Benutzung von der englischen Sprache. So wird man auch sehen, beim Englischtest hat man ein besseres Ergebnis, man hat ein entspannteres Kind, weil das Spaß hat beim Lernen und du selber hast auch ein entspannteres Leben, weil du hast nicht mehr dem Stress. Komm, du musst jetzt Vokabeln lernen. Also, vergiss nicht, eine Sprache zu lernen bedeutet, man muss die Sprache benutzen. Eine Sprache zu lernen heißt, man muss Spaß haben. Mit positiven Emotionen hat man auch positive Lerneffekte. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss!